Hallo, willst du zu mir? Ja, du hast doch offensichtlich getrunken und ich habe mir Sorgen. Hallo. Was ist denn hier los? Das ist die Krabbelgruppe deines Sohnes. Schön, dass du sie mal kennenlernst. Dann antworten Sie jetzt mit Ja. Ja, ich will. Hiermit erkläre ich Sie zu Mann und Frau. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Herr Streitmann, ich habe jetzt gar nicht mit Ihrem Besuch gerechnet. Ich kann Ihnen leider nur Stilltee anbieten. Nein. Wir wollen auch gar nicht weiter stören. Ach, das tun Sie doch gar nicht. Was ist denn Ihr Anliegen? Ja, also Graf Lahnstein hat da offensichtlich etwas gründlich missverstanden, als Sie ihn angerufen haben. Auf mich macht Frau von Anstetten keineswegs einen betrunkenen Eindruck. Das hat er nämlich behauptet. Betrunken? Ich? Als Mutter, die stillt? Was ab, du hinterhältiges Miststück. Ansgar, deine Versuche, mir unser Kind wegzunehmen, nehmen langsam wirklich krankhafte Züge an. Und bei einer Alleinerziehenden steht natürlich direkt das Jugendamt vor der Tür. Ja, das Jugendamt will Ihnen auf keinen Fall irgendetwas nur unterstellen. Ja, und warum hören Sie dann auf ihn? Entschuldigen Sie bitte vielmals. Ich wünsche dann noch fröhliches Krabbeln. Dankeschön. Dieses Verhalten, meine Liebe, ist ja wohl das allerletzte. Aber es ist erfolgreich. Das werden wir nicht sehen. Also ich hätte mir für Vanessa eine andere Schwiegermutter gewünscht. Bernd, freu dich doch einfach, dass du diesen Tag überhaupt miterleben darfst. Wie lange hättest du ohne meine Aussage bekommen? 10 Jahre? Vergiss nicht, dass ich deinetwegen im Knast gelandet bin. Mhm. Geschadet hat's dir nicht. Ist irgendwas? Felix, wir sind pleite. Die Pleite. Ja, in das Museum, das unsere Security-Firma überwacht, ist eingebrochen worden und ein paar sehr wertvolle Gemälde sind gestohlen worden und wir müssen dafür haften. Was? Ja. Nein. Wir haben doch eine Versicherung dafür. Ja? Ja, natürlich. Mach dir keine Gedanken. Och. Felix, ich hab dir doch noch gar nicht gratuliert. Gibt's ein Problem? Wirkst du angespannt? Ach nein, ich hab nur noch so einen Schädel vom Junggesellenabschied gestern. Du hast doch nicht plötzlich Zweifel, dass Vanessa doch nicht die Richtige ist, oder? Quatsch. Sie ist meine große Liebe. Das ist eine Katastrophe! Was? Papa hat für die Security-Firma keine Versicherung abgeschlossen. Naja, ich dachte, das Geld kann man besser anlegen. Sag mal, bist du komplett wahnsinnig geworden? Achtung, wir machen jetzt das Foto von dem glücklichen Brautpaar und den Brauteltern. So, Achtung und lächeln.
Ja, genau so ist Frau von Anstedt nun mal. Sie ist durchtrieben bis in die Haarspitzen. Dieser ganze Auftritt war doch von vornherein geplant. Das bezweifle ich. Die hat sie am Telefon so angehört, als hätte sie 3,0 Promille. Vielleicht stimmt auch mit ihrem Telefon etwas nicht. Nein, nein, ich bin mir sicher, sie wollte, dass wir vorbeikommen. Sie wollte Ihnen die fürsorgliche Mutter vorspielen. Das sehe ich etwas anders. Frau von Anstetten findet sich sehr gut in ihre Mutterrolle ein. Ach, bitte. Sie hat diese Krabbelgruppe gegründet, um Kontakt zu anderen Müttern zu bekommen, um sich auszutauschen. Das ist sehr löblich. Sie hat diese anderen Schachteln bezahlt, damit sie sich bei ihr in die Bude setzen. Graf Lahnstein, ich weiß sehr wohl, wozu Eltern in der Lage sind, wenn es um das Sorgerecht für ihre Kinder geht. Ach, schön, dann glauben Sie mir also. Glauben? Wo das Wissen aufhört, beginnt der Glaube. Augustinus Aurelius. Aber das nur am Rande. Ich verlasse mich lieber auf das, was ich sehe. Und ich finde es sehr erfreulich, wie sich Frau von Anstetten verändert hat. Herr Streitmann, das ist doch nur eine Nummer von ihr. Ich begreife, dass Ihnen Ihr Sohn sehr am Herzen liegt. Aber mit Unterstellung bewirken Sie das Gegenteil. Einen schönen Tag noch. Hallo, Gregor. Hi. Hast du viel zu tun? Ja, ich habe in den letzten Wochen quasi meine gesamte Buchhaltung liegen lassen, weil mir irgendein kleines Mädchen hier oben einen ziemlichen Schwachsinn von wegen Liebe, Treue und Beziehung eingeredet hat. Begleitest du mich in Schneiders? Zu Felix und Vanessas Hochzeitsfeier? Und dann schlürfen wir Champagner, du fängst den Brautstrauß und wir suchen uns schon mal einen Trauzeugen aus. Wie wär's mit Ansgar? Vielleicht könnten wir noch mal in Ruhe miteinander reden. Max, deine Ideen sind unschlagbar. Du kannst mir ja noch mal in Ruhe erzählen, wie das war, als der gute Graf dich angegraben, abgeschleppt und befummelt hat, hä? Gregor, bitte, ich schwöre dir. Ich habe keine Ahnung, wie ich bei Ansgar im Bett gelandet bin. Noch schlimmer. Aber das hatten wir ja bereits. Wenn du mich jetzt bitte arbeiten lassen könntest. Es reicht mir schon, wenn das Finanzamt nervt. Wozu habe ich Sie überhaupt engagiert, wenn Sie nicht mal in der Lage sind, in so einer Situation zu handeln? Gegenwärtig bringt es nichts, etwas gegen Frau von Anstetten zu unternehmen. Ach! Wir müssen den Prozess abwarten und... Ja, und zusehen, wie der Richter dieser Hexe das Sorgerecht zuschreibt, was? Hören Sie mal zu, lieber Herr Krause, wenn das Ihre tolle Taktik ist, dann können Sie auch gleich verschwinden. Ist Ihnen eigentlich klar, was dieser Auftritt von Tanja für mich bedeutet hat? Das war sicher sehr unangenehm. Ach, unangenehm? Wie ein Volltrottel bin ich mir vorgekommen. Stelle ich diesen Kasper vom Jugendamt dahin und was erlebe ich? Die reizende Frau von Anstetten, die zur Krabbelgruppe einlädt. Dieser Depp glaubt's auch noch. Ja, Sie hätten mit mir Rücksprache halten sollen, bevor Sie einen Streitmann informieren. Und wozu? Sie sind doch unfähig, das wird doch immer offensichtlicher. Ich wäge lediglich ab, wie Sie Ihre Chancen erhöhen, das Sorgerecht für Ihren Sohn zu bekommen. Wie wär's denn mal mit ein paar Anrufen beim Jugendamt? Vielleicht mal ein paar Gerüchte verbreiten, die Frau von Anstetten nicht gut tun. Verdammt doch mal, ich hab gedacht, Sie wären hier der Experte! Tut mir leid, Graf Lahnstein, aber ich tue wirklich alles, was im Rahmen meiner juristischen Mittel möglich ist. Aber was Sie von mir verlangen... Ja, ja, wissen Sie, was das Einzige ist, was ich überhaupt noch von Ihnen verlange? Dass Sie hier verschwinden! Raus! Kann ich noch ein bisschen was von dem leckeren Kaviar haben? Natürlich. Das ist lecker. Ja, ein bisschen wenig. Na, wartet doch erstmal ab. Beim Hauptgericht haben Sie nicht gespart. Angelo, schenken Sie dem Brautpaar doch noch nach. Nein, für mich nichts. Danke. Die Braut darf doch nicht als erstes lallen. Wie blöd muss man eigentlich sein, keine Versicherung abzuschließen? Mensch, wie sollte ich das denn ahnen? Weißt du, was das bedeutet? Ich habe kein Geld mehr. Gar nichts. Und das nur, weil du so ein verdammter Idiot bist. Liebe Gäste, wahrscheinlich hat Vanessa sich nicht gewünscht, dass ausgerechnet ich diese erste Hochzeitsrede halte, aber das Los hat nun mal entschieden und vielleicht versöhnt dich ja auch unser kleines Geschenk. Denn wir, alle aus der WG, haben uns überlegt, womit wir denn dem Hochzeitspaar eine kleine Freude machen können. Und du, lieber Felix, du hast ja jetzt eigentlich alles, was du immer wolltest. Außer deine Ruhe. Aber davor habe ich dich gewarnt, Junge.
Und deswegen haben wir alle zusammengeschmissen und schenken euch jetzt einen Gutschein für ein ultimatives Wellness-Wochenende in einem super edlen Schuppen in der Schweiz. Wellness für dich, lieber Felix, weil Vanessa wahrscheinlich den ganzen Tag die Kosmetikerin da so rumscheucht. Und Wellness für uns, die WG. Denn ich denke, wir haben uns auch eine kleine Auszeit von dem frisch getrauten Ehepaar verdient. Du siehst fantastisch aus, Marie. Danke. Ray und mir geht's auch richtig gut in L.A. Und gesundheitlich? Ist auch alles im grünen Bereich. Und seit Franzi bei mir arbeitet, ist Maries Musiklabel fast so was wie Familienmitglied. Für mich ist es ja zum Glück auch mal ein kurzer Flug nach L.A. Wo wohnst du jetzt? In Kanada immer noch. Und immer noch mit Hagen. Ihr seid immer noch zusammen? Ja. Und sehr glücklich. Du kannst die Feier gar nicht richtig genießen, oder? Gregor hat mich sowas von krass abgefertigt. Ich verstehe nicht, warum er sich nicht meine Version von der Nacht mit Ansgar anhören will. Na, weil es ihn nicht interessiert. Fakt ist, er hat dich im Bett mit seinem besten Kumpel erwischt. Ob das nun stimmt oder nicht? Ich habe jetzt schon den totalen Horror vor der Rechnung. Ja, und dann können wir jetzt eh nichts mehr. Am liebsten würde ich alle heimschicken. Oh, mein Gott. Denk mal, dass dieser Kerl nicht pünktlich kommt. Aber ja, ist lange her. Mal, wo haben Sie denn gesteckt, Mann? Ich freue mich auch, Sie zu sehen. Ja, von mir aus. Kommen wir gleich zur Sache, ja? Hatten wir nicht einen anderen Preis vereinbart? Ja, immer mit der Ruhe. Das ist ja nur die Anzahlung. Den Rest gibt's, wenn der Job erledigt ist. Um wen geht's? Tanja von Anstetten. Ja, würde ich gerne mal essen gehen. Schön, sie soll mit dir keinen lauschigen Abend verbringen, sondern... Hey. Ganz locker, mein Freund, ja? Du willst mir nicht erklären, wie ich meinen Job zu tun habe, oder? Ich weiß, was ich tun muss. Na, umso besser. Hab mich gefreut. Habe die Ehre. Können Sie mir bitte helfen? Ja. Hallo? Nathalie? Hallo. Was hast du denn? Nichts, es geht schon wieder. Vielen Dank nochmals. Verstehe. Du willst ja einfach nur ein bisschen spazieren gehen, dich entspannen. Und schon holt dich alles wieder ein. In ein paar Monaten hätte ich hier genauso spazieren gehen können. Mit unserem Kind. Entschuldige, Gregor. Du joggst hier eine Runde am Rhein und zum Spannen und triffst schon wieder auf deine heulende Mitbewohnerin. Nathalie, wofür bin ich denn da? Trotzdem, ich komme mir langsam blöd vor. Brauchst du nicht. Hey. Ich habe halt keinen festen Freund, mit dem ich reden kann, der mich unterstützt. Aber du hast einen guten Freund, ne? Aber das reicht dir nicht, ne? Doch, aber dir geht's doch auch nicht viel besser nach der Trennung von Max. Komm ich klar. Wirklich? Vermisst du sie kein bisschen? Nach dem, was sie gebracht hat, bin ich eher froh, dass ich sie los bin. So sieht's aus. Nee. Die Frau ist kein Thema mehr für mich. Was meinst du, wir starten jetzt das große Ich-lass-mich-nicht-unterkriegen-Programm. Wir gehen zum Türken, kaufen uns was Gesundes und ich koch dir was. Ja, das klingt gut. Herr Streitmann, kommen Sie rein. Ja, aber ich habe nicht sehr viel Zeit. Ja, es dauert auch gar nicht lange. Möchten Sie vielleicht einen Möhrenapfelsaft? Den habe ich gerade frisch gemacht. Wissen Sie, mein Kleiner ist ganz verrückt danach. Ja, wie gesagt, ich bin etwas unter Zeitdruck. Zu Hause wartet ein Stapelschreibarbeit auf mich. Sie arbeiten wirklich rund um die Uhr, oder? Ja, sozusagen.
Naja, ich wollte mich auch nur ganz kurz entschuldigen, dass wir ihn ständig so viele Umstände machen und Ansgar immer Ärger provoziert. Ich hoffe wirklich, diese ganze Sache ist bald ausgestanden. Ja, das wünsche ich auch. Angelo, wollen Sie jetzt den Digestiv reichen? Ja. Haben Sie einen besonderen Wunsch? Ja, kein Digestiv. Espresso reicht, ja. Wie Sie wünschen. Stil fängt bei Großzügigkeit an. Hatte Bernd jemals Stil? Hatte Bernd jemals Geld? Angelo, kann ich noch was von diesem Mandelsoufflé haben? Aber eine doppelte Portion. Andi, was ist mit deiner Frühjahrsdiät? Seit wann machst du dir Gedanken um Andis Figur? Hat dich seine Rede so beeindruckt? Quatsch. Ja, von mir aus nimm dir doch 3 Portionen. Super, also 3-mal bitte, danke. Dieser Abend ist das absolute Grauen. Wenn die Fahrt doch nur schon vorbei wäre. So. Ich möchte jetzt auch gerne noch ein paar Worte loswerden. Dieser Tag, der ist ein ganz besonderer für mich. Ein Tag, der mich mit Stolz erfüllt. Ich muss zugeben, dass ich lange Zeit nicht sehr glücklich war mit Vanessas Entscheidung, Felix zu heiraten. Aber ich habe dir Unrecht getan. Hörst du? Denn ich war derjenige, der viele Fehler gemacht hat. Du hättest also allen Grund dazu, kein Wort mehr mit mir zu reden. Aber du gibst mir eine zweite Chance. Und dafür danke ich dir sehr. Engelchen, bei dir möchte ich mich ganz besonders bedanken. Du hast mich niemals aufgegeben, im Stich gelassen. Auch in schwierigen Situationen nicht. Das werde ich dir nie vergessen. Und dafür liebe ich dich. Und genau darum geht es doch auch in der Ehe. Dass ihr schwierige Situationen gemeinsam meistert und dass ihr euch Fehler verzeihen könnt. Weil die Liebe stärker ist. Auf Vanessa und Felix. Cheers. Lass uns morgen schwimmen gehen. In irgendeiner Therme. Ich glaube, nötig hätten wir es beide. Oder mal wieder ins Meer fahren. Noch besser. Wer weiß, vielleicht kriege ich ja Wochenende frei oder so. Max. Willst du dran gehen? Das bringt doch sowieso nichts. Ich meine, sie erzählt dir nur irgendwelche Geschichten. Das hat sie heute Mittag schon. Und ich habe keinen Bock drauf. Gregor kann nur meinen Anruf nicht einfach so wegdrücken. Männer können noch was ganz anderes. Das habe ich nicht so gemeint. Ich verstehe ihn einfach nicht. Vor ein paar Wochen wollte er noch zusammen mit mir eine Wohnung suchen. Und jetzt? Vielleicht lässt du ihn ein paar Tage in Ruhe. Dann merkt er, was ihm fehlt. Und ich glotze so lange, nächtelang die Wände an. Nein, du amüsierst dich. Auch ohne ihn. Ich muss ihn sprechen. Das dürfte schwierig werden. Egal. Aber so leicht lasse ich mich nicht abspeisen. Und dieses Seminar über Beikost war wirklich gut. Das macht eine ehemalige Kollegin von mir. Frau Haas, oder? Sie hat uns Adressen von ganz tollen Bioläden gegeben. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Graf Lahnstein Ihnen unterstellt, eine schlechte Mutter zu sein. Also, Ihre Häppchen sind hervorragend. Wissen Sie, ich glaube, der Graf kann manchmal nicht ermessen, was es bedeutet, Hausfrau und Mutter zu sein. Er hat auf dem Schloss Personal und es nimmt ihm ja alles ab. Jedenfalls, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, dass ich mich von ihm so habe beeinflussen lassen. Entschuldigung. Wie lange willst du mich eigentlich noch warten lassen, ha? Wer sind Sie? Oh, Kundschaft. Entschuldigung, angenommen. Wer zum Teufel sind Sie und was wollen Sie? Was ich will? Meine Kohle von gestern Abend. Was denn für eine Kohle? Sag mal, machst du jetzt hier die naive Nummer oder was? Ah, ich verstehe. Da stehst du drauf, ne? Verlassen Sie sofort meine Wohnung.
Erst, wenn ich meine Knete hab. Wie viel Freier hast du gestern gemacht? Und du kannst übrigens gleich bei mir bezahlen. Wie bitte? Rede ich hier Chinesisch oder was? Sag mal, du Pappnase, willst du das mit mir handeln? Hey, das ist kein Tante-Emma-Laden, ja? Hier gibt's keinen Rabatt. Marie, bleibt ihr noch ein paar Tage in Düsseldorf? Ach, ich würde ja gern. Aber ohne uns bricht im Label alles zusammen. Mhm. Und Silvia muss auch zurück nach Kanada. Na, immer noch die toughen Businessfrauen. Mhm, ja. Ach, Frau Schneider, ich bräuchte Sie mal kurz. Apropos. Okay. Hey. Na, bist du glücklich? Ja, klar. Das sah ja vorhin aber nicht so aus. Ach, ihr wisst doch, wie das ist. Für das Brautpaar ist das Ganze der Stress pur. Kein Wunder, bei dem Brautvater. So, Zeit, sich auf der Tanzfläche zu blamieren. Auch das noch. Ja, hier ist die Hütte. Na los, mach dich über meine Rede lustig. Das hatte ich nicht vor. Im Gegenteil. Ich hätte dir sowas Emotionales gar nicht zugetraut. Dafür traust du mir andere Sachen zu. Genau. Kannst du immer noch so gut tanzen? Ja, ich denke, wir beide sind die Nächsten, die auf die Tanzfläche müssen, oder? Ja, komm schon, Bernd. Vergiss die alten Geschichten. Hepp! Sind doch jetzt eine Familie. Na komm, wir müssen ja nicht gleich übertreiben, ja? Wann willst du immer noch, dass der Abend so schnell wie möglich vorbei ist? Von mir aus könnten wir die ganze Nacht durchtanzen. Nur du und ich. Können wir noch mal vernünftig miteinander reden? Ich war heute Mittag wohl nicht deutlich genug. Und jetzt lass mich vorbei. Ich will nur eins hören. Sag mir, dass du mich nicht mehr liebst. Dann lasse ich dich hier in Ruhe. Für immer. Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Sie verlassen sofort meine Wohnung oder ich rufe die Polizei. Die Polizei? Du kannst froh sein, dass du bei den Bullen noch nicht registriert bist. Wer hat sie geschickt? Ansgar? Herr Streitmann, bitte, Sie müssen mir glauben. Frau von Anstetten, man fragt sich natürlich schon, wie eine alleinerziehende Mutter finanziell zurechtkommt. Die verdient richtig Fettkohle bei mir. Aber dass sie ihre Haushaltskasse mit Prostitution aufbessern. Was? Herr Streitmann, ich bin noch keine Prostituierte. Ich kann nicht verantworten, dass ihr Sohn länger in ihrer Obhut bleibt. Wie bitte? Ich nehme Ihnen das Kind auf der Stelle weg.